Hi ihr Lieben, heute habe ich euch mal zwei schlanke Kleider mitgebracht, aber ganz unterschiedliche Stile. Hier das schlichtere Chiffonrock, Spitze, kleinen Bubikragen, wunderschöne Perlknöpfchen, Taille tiefer gesetzt, Spitzenoberteil, einen kleinen Gürtel, der mit kleinen Stäbchen bestickt ist. Ja, und dann den weich fallenden Rock. Ein Traumkleid für die Gartenhochzeit, für die Strandhochzeit oder fürs Standesamt, meine Damen. Wenn man doch wirklich sagt, ich möchte nur standesamtlich heiraten, ich möchte ganz schlicht gehen, aber ich möchte kein Kostüm oder sonst nur ein Tageskleid. Das ist doch ein ganz tolles Brautkleid. Nicht zu übertrieben, sehr elegant und trotzdem sportlich. Ihr seht hier hinten, der Bubikragen ist geöffnet und daran schließt sich diese wunderschöne Knopfreihe. Es ist Tattoo-Effekt im Rücken. Der Rücken ist tief dekolletiert. Dieses Brautkleid der Firma Modeka liegt zwischen 1100 und 1300 Euro, je nach Ausführung. Und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes, für diesen Preis sehr günstiges Kleid. Das Kleid würde ich einer Braut so ab 1,60 anziehen. Die Problematik habt ihr, wenn ihr zu klein seid, in dieser verlängerten Taille. Ihr müsst dann die Taille dementsprechend eurer Figur, wenn ihr jetzt unter 1,60 seid, müsst ihr heben, dass die Taille hier in dem Bereich kürzer wird, sonst drückt es euch zu sehr. Es muss proportional für euch umgearbeitet werden. Der Chiffonrock, der ist für jeden geeignet. Ich würde das Brautkleid bis Größe, ich würde sagen 42, 44 verkaufen. Darüber hinaus wird es dann mit dem Armausschnitt schwer. Ne? Also dieses Kleid ist ein ganz, ganz tolles Kleid und das würde ich auch dann mit Fascineta oder einer schönen Blume im Haar oder einem tollen Kamm tragen. Das ist hier ein wunderschöner Fascineta in Blütenform mit Perlonband gemacht. Hier sind Federn als Blüte gearbeitet und der liegt immer im Verkauf zwischen 90 und 150 Euro. Je nach Hersteller und je nach Ausführung. Ein zweiteiliges Kleid, mehr mit Stil, wie ihr seht. Schön eng bis zum Oberschenkel und weit ausgehend. Und dann hat das Kleid eine Besonderheit. Erstens dreiviertel Arm, ein Bootausschnitt, dann einen Überrock. Den könnt ihr um die Taille machen. So. Oder manche junge Frauen, die wollen keinen Schleier oder sie wollen einen Schleier, damit die Schulter bedeckt sind. Da habt ihr die Variante. Ihr könnt das als Cape legen. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal Überrock, das zweite Mal Cape. Oder ihr geht hin und lasst es euch auf Kämmchen als euren Schleier ab. Ihr habt also verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein Kleid, was sich auch lohnt, später mal kurz zu machen und als Abendkleid zu tragen. Ich würde dann eine flotte Variante nehmen. Vorne kurz bis unterhalb der Spitze und hinten würde ich die Länge lassen. Ich würde das so schräg zulaufen lassen. Oder ihr geht hin und schneidet das Kleid praktisch unter der ersten großen Spitze ab. Dann habt ihr ein super enges Kleid. Das Kleid im Rücken, nochmal den U-Boot-Ausschnitt, hat eine Schnürung. Auch hier wieder sehr günstig, wenn man gegessen hat. Man kann das lockern. Man hat also kein drückendes und zwackendes Kleid. Dann haben wir einen wunderschön ausgearbeiteten Po. Habt ihr jetzt nicht einen Po, der schön rund ist? Es gibt was, was uns Frauen hilft. Es gibt so kleine Pipapo-Höschen. Die zieht ihr drunter an
sagen wir mal, bis kurz bevor ihr ins Hotel geht und dann eure Hochzeitsnacht erlebt, dass ihr das Höschen ausziehen könnt. Aber so lange habt ihr hier einen toll ausgearbeiteten Po und sexy Kurven. Das Oberteil hat Tattoo-Effekt. Tattoo heißt, die Haut scheint durch und die Spitze ist dadurch sichtbar und die wirkt, als hätte man die auf die Haut projiziert. Ihr seht, vom Mehrmetrock laufen oben runter in den Saumspitzen, vom Saum laufen wieder Spitzen hoch und dann das tolle Kilt. Es ist was Besonderes, das hat nicht jeder. Dann fragt ihr mich, was kostet dieses Kleid heute? Das ist ein Kleid, das zwischen 1100 und 1300 Euro in den Geschäften verkauft wird. Zweiteilig, nicht einteilig. Ja, und wer kann das Kleid tragen? Hier würde ich dieses Kleid nicht größer als Größe 42 meinen Kunden verkaufen. Es zaubert eine sexy Figur. Und sexy wollen wir doch alle sein. Auch am Tag der Hochzeit. So, meine Damen. Das war wieder mal ein kleiner Einblick in die Braut, die mir mitträgt. Demnächst habe ich wieder mehr für euch in Ritters Hochzeitswelt. Schaut ihn euch fleißig an. Liked und abonniert ihn, diesen Channel. Wünscht euch noch viele, viele Kleider. Kommentiert es doch einfach mal. Es wäre sehr schön, wenn ich auch eure Meinung dazu höre. Tschüss, bis zum nächsten Mal.